Fanny Saburam zurück in Hogwarts Legacy und ich habe jetzt hier so eine Lupenmission. Gemieden werden. Es ist zu riskant. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, ist das Risiko wert. Ich bin anderer Meinung. Mehr sage ich nicht. Tut mir leid. So, und da ging es halt um diese eine Frage, nämlich wir haben hier einen Auftrag. Und zwar im Schatten der Blutlinie. Das ist eine Beziehungsmission. Und da werden wir jetzt mit Sebastian gleich sprechen. Und es geht dann sofort mit der Mission los. Ich gebe nicht auf. Worüber haben Ominous und du gesprochen? Er macht sich lächerlich. Offenbar hat Salazar Slytherin ein geheimes Kryptorium hier in Hogwarts. Ominous meint, es wurde für dunkle Künste genutzt, also hält er sich fern. Ich erinnerte ihn, dass Anne ein Heilmittel braucht. Das Kryptorium könnte die Antwort sein. Ja, mich interessieren die dunklen Künste. Die dunklen Künste wecken meine Neugier. Hinter schwarzer Magie steckt mehr, als man ahnt. Die Gaunts wissen das. Besser als die meisten. Vielleicht war das unpassend. Ominous Familiengeschichte ist zu persönlich. Du kannst es mir sagen. Ich möchte mehr darüber erfahren, wenn du es mir erzählen willst. Ich sage es auch nicht weiter. Also gut. Aber das bleibt unter uns. Ominous lernte die schwarze Magie von seinen Eltern. Sagt dir der Cruciatus-Fluch etwas? Crucio, richtig? Der Cruciatus-Fluch, auch Folterfluch genannt. Er fügt dem Opfer unerträglichen Schmerz zu. Seine Eltern und seine älteren Geschwister hatten keine Skrupel, aus Spaß Muggel damit zu quälen. Ominous beschrieb die Schreie der Opfer als entsetzlich. Als er als Kind zum ersten Mal den Zauber selbst ausführen sollte, brachte er es nicht über sich. Zur Strafe verzauberte seine Familie ihn damit. Die Qualen waren so groß, dass er bei der nächsten Aufforderung nachgab. Ich habe Ominous wiederholt versichert, dass er nicht anders konnte, aber er hat sich immer noch nicht verziehen. Wie entsetzlich. Armer Ominous, er war doch noch ein Kind. Er sollte sich nichts vorwerfen. Nach diesem Vorfall wurde die Kluft zwischen Ominous und seiner Familie immer größer, bis ich auftauchte. Wenn er nicht in Hogwarts ist, ist er bei uns in Feldcroft. Ominous vertraut mir und meistens hört er dann auch auf mich. Ich erinnere ihn daran, wenn ich dem Skriptorium nachgehe. Ich schicke meine Eule. Bald habe ich Neuigkeiten. Ich werde Ominous schon noch umstimmen. Er wird es verstehen. Okay, das scheint irgendwie nur eine Side-Story-Quest gewesen zu sein. Auf jeden Fall müssen wir jetzt abwarten, bis es da an der Geschichte weitergeht. Dann würde ich sagen, ja, viel Spaß beim... Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. War eine kurze Episode, aber ist wichtig, gehört zu der Story. Und von daher, bis demnächst, hier auf meinem Kanal. Ciao, ciao.